Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Würde ich denn sagen, wenn ich jetzt ein Let's Play aufnehmen würde, aber Überraschung, das ist schon aufgenommen. Yay. Ja, was ist passiert? Ich habe schon ganz viel weiter gespielt, insgesamt so 16 Folgen oder so, 4 Stunden oder was. Keine Ahnung. Das habe ich am Mittwoch gemacht. Mittlerweile ist es Montag und es ist mir gerade das erste Mal gelungen, die Aufnahme zu retten, denn die war kaputt. Das ist nicht so toll, aber ja, was will man machen? Keine Ahnung, passiert halt, ärgerlich. So ein Pech. Jedenfalls, am Ende fehlt ein Stück. Ich werde dann gucken, dass ich das entsprechend zusammenfasse. Das sind jetzt insgesamt 16 Folgen oder so. Naja, 16 Folgen vielleicht nicht. Also knapp 4 Stunden, die ich an Aufnahmematerial mittlerweile habe. Und da muss man nochmal gucken, der letzte Part ist weggefallen. Ich wollte das nur mal kurz so sagen, dass das jeder weiß. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht so hinzuzufügen. Ich wünsche auf jeden Fall mal viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm. Tschüssi! So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Gothic. Ich hoffe ja mal sehr, dass diese Folgen halbwegs was aussehen. Ich habe nämlich riesen Aufnahmeprobleme auf einmal mit Gothic, weil es funktioniert im Moment gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Und das ist ein kleines Problem und mit einem kleinen Problem meine ich, das ist ein riesengroßes Problem. Ist gar nicht gut, ja? So. Wir wollten in der letzten Aufnahme, wollten wir zur alten Mine und dort ein paar Minecrawler bekämpfen. Das können wir tun. Hey, irgendeiner freut sich jetzt, weil er meine Aufnahme stören kann. Pech, die Steam-Community ist aus. Ich sehe nichts. Tschüss. Deswegen gehen wir jetzt mal in die alte Mine. Diesmal wählen wir diesen Weg und ziehen unsere Waffe, denn wir haben hier zwei Gegner, die wir gerne mal... Eine kaputt. Zwei kaputt. Haha! Und kein Schaden. Yay. Das ist gut. Also, die nehmen wir mit. Die kann man immer mal gebrauchen. Weiß ich nicht, ob ich dich gebrauchen kann. Da oben ist doch noch eine, oder? Ja, da oben ist noch eine. Sehr schön. War hier nicht irgendwo noch ein dritter Wolf, der runterkommt, wenn man die beiden hier schlachtet? Also, ich habe das hier schon mal aufgenommen und durfte dann feststellen, dass eben mein Ingame-Sound einfach nicht aufgenommen wird. Jetzt wird er scheinbar aufgenommen, aber nur, wenn ich in Order City aufnehme, währenddessen auch nochmal meinen Ingame-Sound aufnehme. Und ich glaube, man kann hier rein. Kann man hier... Scheinbar nicht, schade. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Auch dich. Und da unten sind unsere nächsten Gegner. Yay. Hi, du. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut, wie wir bisher kämpfen. Als wichtigstes nehmen wir erstmal die Waldbären mit, definitiv. Diese Mole Rat, die holen wir auch. Oh mein Gott, sie verblutet. Ach du Scheiße, die haben wir ja ordentlich erwischt. So, und hier liegt nicht auch noch ein bisschen was. Bier, Schüssel. Hier hat irgendjemand mal gelebt. Mysteriös. Ein Nachtschatten. Na. Ein Orkblatt. So, Waffe raus. Da kann man nämlich noch jemanden erledigen. Wir brauchen übrigens Erfahrungspunkte. Sage ich jetzt mal. Dich nehmen wir. Nein. Das willst du doch nicht tun. Alter, seit wann bluten die Viecher? Ja, siehst du mal. Ich habe, wie gesagt, den HD-Mod installiert. Oder den Patch. Was macht ihr denn da? Ja. Achso, den haben wir auch schon. Ja, nehmen wir mal mit. Kann man mal mitnehmen, ja. Ja. So. Ich will es übrigens auch gar nicht verheimlichen. Die Aufnahmeprobleme, wie gesagt. Aber die sind gar nicht der Grund, weshalb ich schon weiß, was uns in Zukunft erwartet. Ich musste nicht eine Strategie bereits ausmalen und ausdenken, weil ich Sachen erfahren habe, die sind nicht ganz so schön. Die gefallen mir eigentlich gar nicht, ja. So, dass das hier jetzt leicht laggt, ist verkraftbar. Dafür läuft es immerhin auf 60 FPS, was ziemlich smoothy ist, ja. Smoothy. Ja, gehen wir mal da rein. So. Und ich laufe, und ich laufe, und ich laufe. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier meine Waffe ziehe? Bleibt die dann drin auch, oder verschwindet die dann? Das ist eine gute Frage, das würde mich mal interessieren. Boah, mega cool. Oh, cool.
cool. Man kann sie tatsächlich nehmen und wegstecken. Okay, wir gehen jetzt mal weiter in die Höhle hinein. Und, ja, da raucht schon einer. Wir sollen ja mit den Templern reden, die würden uns helfen. Die helfen uns auch allerdings nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich hätte es nicht gerne so, dass sie tatsächlich mitlaufen, die Viecher einfach töten, während wir gerade irgendwas Wichtiges finden. Ja, das tun sie nicht. Das ist doof. Kann ich da runterlaufen? Scheint so, ja, kann ich. Ich finde die Kamerasteuerung oder die Kameraführung hier immer noch ein bisschen ungünstig. Aber okay, so. Ja, da bist du wieder nicht nah genug dran. So, komm, geh mal hier nach unten. Es geht so. Wo war hier der Niedergang? Da hier, ne? Ja, perfekt. Den nehmen wir auch. Also die Minecrawler, die sind ganz, ganz, ganz unten. Und unsere Aufgabe ist es eben, da irgendwas zu finden, was wir ja besser mal finden können. Ah, ich wollte ja übrigens speichern. Ja, die 12 hier sieht man schon. Da habe ich ganz unten gespeichert. Das war nicht so wirklich beabsichtigt, aber ja, was willst du machen, ne? Weiter nach unten geht's da hinten. Und wir laufen ziemlich gefährlich, muss ich mal sagen. So. Lieber springen. Wenn man springt, dann kann man schon mal nicht runterfallen. Hier sind wir falsch. Hier geht's weiter, genau. Ja, ich war hier unten schon mal. Ich weiß so ungefähr, wo es weitergeht. Und ich weiß auch, dass unsere ersten Gegner, wenn wir sie dann unbedingt haben wollen, da hinten sind. Ja, da guckt rein, da krabbeln sie rum. Das sind Minecrawler. So, ja, wenn ich jetzt bei der da oben gespeichert habe, kann ich auch hier speichern. Okay, hingehen, Waffe ziehen und wir werden merken. Guck mal, wir machen denen keinen Schaden. Das war ein ziemliches Problem. Weil Überraschung, wir machen denen keinen Schaden. Deswegen. Hallo? Fällt euch mal auf, dass da hier böse Gegner sind? Ich glaube, sie folgen uns hier oben nicht. Okay. Ja? Und. Jetzt sehen wir noch welche. An der Geschichte muss wohl doch was sein. Hallo? 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 Nein, ich möchte jetzt den auswählen. Hallo? Na? Leck mich. Arschloch. Stellen wir uns auf den hier drauf. Ja, ist mir doch egal. Ich will den jetzt haben. Wir müssen die Viecher ausbeuten. Die sind tödlich und gefährlich, ja? Da ist noch ein Toter und... Der hat nur ein bisschen was. Wie viele sind denn das? 5 Stück waren das. Ach du Fuck, ja? Das waren dann aber auch alle. Ich kenne den Inhalt dieser Höhle schon. Hier ist nämlich eigentlich nichts. Außer einem Höllenpilz. Aufheben bitte, danke. Und irgendwelchen Kräutern. Oder Krauten. Krauten, nicht Kräutern. Und hier oben ist, glaube ich, nochmal ein kleiner Trank oder so. Aber das war's dann auch schon. Hier geht's hoch und hier ist dann auch Ende. Ne, ein Ring war hier genau. Ich weiß auch gar nicht, was dieser Ring macht. Geht's hier nochmal weiter? Oh. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wow. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt im Moment riskieren können, denn ich habe, wie gesagt, habe ich das schon gesehen. Ah, jetzt kann man wieder springen, so. Ich habe das, wie gesagt, schon gesehen. Dass das eben nicht geht. Wir haben keine Chance gegen die Viecher. Wir können sie nicht töten. Also habe ich angefangen zu googeln. Und ich habe irgendwann tatsächlich auch rausgefunden, woran das liegt. Wenn wir jetzt in unsere Ding gucken, dann stellen wir fest, dass wir das Attribut Stärke, da haben wir 21. So, wenn wir jetzt schauen, was für eine Waffe wir ausgerüstet haben. Ist hier eigentlich der Ding? Nö. Dann stellen wir fest, dass unsere Stahlzunge einen Schaden von 29 macht. So, das, wenn man das aufaddiert, kommt man auf 50 Schaden, den wir im Durchschnitt ja, verursachen. Wenn man jetzt den Minecrawler anschaut, in den Stats, da habe ich mir jetzt World of Gothic einfach mal die Monster angeguckt, ja, dann stellt man fest, ich glaube, ich werde den Link hoffentlich auch in die Beschreibung packen, wenn ich das nicht vergesse, dann stellt man fest, dass ein Minecrawler 90 Leben hat und gegen Waffen einen Schutz von 55.
Das heißt, wir machen 50 Schaden und der kann bis zu 50 problemlos, bis zu 55 problemlos wegblocken, ohne dass es ihm irgendwas passieren wird, ja? Merkt ihr, wo das Problem ist? Wir brauchen also entweder eine stärkere Waffe oder wir müssen alle Minecrawler wirklich durch die Höhle hier durch locken bis zu irgendwelchen Templern, die sie dann niederschmetzeln, was, wie man sieht, auch nicht wirklich funktionieren kann, weil, schaut mal, wir haben ja auch schon Leben verloren. Edge Badge. Kann man hier eigentlich Erz klumpen? Wie ist denn das? Ich will jetzt auch mal ein bisschen Erz schürfen. Haben wir denn hier irgendwas? Ich fürchte mal, mit dir kann man auch... Nee, kann man nicht. Brauchen wir eine Spitzhacke. Okay, so. Jetzt gibt's mehrere Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Alle Möglichkeiten führen darüber, dass wir mehr Lernpunkte haben. Das heißt, wir brauchen Stufenabstiege. Ja, mit den Lernpunkten könnten wir zum Beispiel 10 auf Stärke hauen. Dann würden wir auf jeden Fall schon mal Schaden zufügen. Bei 31 Schaden, die wir dann theoretisch zufügen könnten, plus 9, also wären wir dann auf 60, dann würden wir mindestens mal 5 Schaden pro Ding machen. Plus die Volltreffer, die wir ab und an haben, die sind bei 10%. Das heißt, jeder 10. Treffer würde ein Volltreffer sein. Da hätten wir dann den doppelten Schaden, den wir zufügen würden. Dann würden wir dann 120 Schaden zufügen. Damit würden wir so einen fast schon niedermetzeln. Ja, ihr seht aber, das ist nicht deutlich, nicht wirklich effektiv, was da an Schaden zusammenkommt. Ja, im Endeffekt, nein. Das kann man nicht machen. Also müssen wir wirklich gucken, dass wir mindestens 2 Stufen draufkriegen. Die Alternative wäre, dass wir über den Bogen gehen. Und zwar ist es so, ich spring mal lieber nicht, dass wir wieder voll auf die Fresse klatschen, das wäre ärgerlich. Was wollte ich sagen? Und zwar ist es so, wenn man mit Bogen macht, dann ist die Schadensberechnung ein bisschen anders. Wir machen die Mission übrigens mal, würde ich sagen. Speichern, wieder auf der 12. So. Gut, Aaron, die habe ich auch schon gemacht, die ist ganz lustig, da können wir ganz viel Erz kriegen und so und ganz, ganz viel. Okay, Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Ich habe keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Gute Idee. Ja, ja, klar. So, Snipes sagt uns jetzt, dass er uns den Schlüssel verkaufen könnte. Wir können ihn aber auch einfach niederschlachten, weil hier ist keiner, der ihn verteidigen kann. Dann hast du uns zwar, aber ist uns doch scheißegal. So, der Depp ist jetzt weg. Das heißt, wir speichern nochmal auf der 12. Und reden mit dem Snipes. Für Gomez! Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Nicht mehr lange, mein Freund. Denn wenn du mich verrätst, dann habe ich voll das Problem. Daher... So. Einstecken. Haben wir jetzt den Schlüssel gekriegt? Nee, ne? Hat er uns den Schlüssel gegeben? Nee. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass da irgend sowas passiert. Du hast den Schlüssel offiziell nicht in deinem Inventar? Für Gomez. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Tja, danke. Na, aber sicher. Machen wir es halt so. Ja, ja, klar. Labert nur rum. Jetzt machen wir das so. Wir machen jetzt die Truhe auf. Und klauen alles, was drin ist. Schön viel Erz. Dann machen wir die Truhe zu. So, und dann finden wir heraus, der neue Tagebucheintrag. Der sagt, Aaron's Truhe. Was wohl der Snipes sagt, was wohl der Aaron sagt, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn verarscht haben. Ja, das ist eine gute Frage. Bevor wir das aber machen, nutzen wir es aus, dass der Wichser hier im Moment nicht da ist. Wie gesagt, Spiel speichern. Wir gehen mal auf die 2. Und hauen den hier einfach kaputt. So. Noch bevor er irgendwas machen kann, ist er tot. Her mit deinem Zeug.
Den hier nehmen wir auch mit. Der ist aber, glaube ich, nicht so gut. Die Nagelkeule. Wie gut ist die? Hat die irgendwas drauf? Vermutlich nicht, ne? Schaden von 11. Lächerlich. Gut. Oder sollen wir ihn gleich töten? Zeit haben, das zu bereuen. Halt die Schnauze, keiner wird dir helfen. So, wir sollen da jetzt runtergehen und dann werden wir übelst ausgeschimpft, vermutlich. Weil wir ihn einfach so richtig verarscht haben. Aber ich kann damit leben. Denn er wird uns nicht wehtun. Er zieht nur mal kurz die Waffe und dann ist alles gut. Wir können nämlich jetzt noch ein bisschen weiteren Fortschritt erreichen. Oh, wir sind tief gefallen. Indem wir... Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ja, ja. Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Party! Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Oh ja. Kann ich damit leben. Da der jetzt gleich wieder rumheult, wenn wir ihm im Weg stehen, machen wir das mal nicht. Aber wir haben immerhin Erfahrung durch diese Mission bekommen. Sie ist unter den abgeschlossenen Missionen. Alles gut gemacht, perfekt. So, wie gesagt, wir brauchen jetzt mega viel Level. Dafür brauchen wir viel Erfahrung. Also müssen wir folglich jetzt wirklich anfangen und... Ja, so viel Scheiße machen, ey. Na, das bringt ja alles nichts. Ich habe hier kleine Mikroblock da drin. Fast nicht, ne? Das ist schon ziemlich geil. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Willst du es denn riskieren? Na, aber sicher.